Herzlich willkommen im Zockern und Hauptquartier, wo immer die heißesten Arcade-Sachen und PlayStation Feuer und Quest und überhaupt viel gezockt wird. Und ich habe jetzt umgebaut in meinem Keller, ich habe jetzt ein neues Setup. Ich habe auf der rechten Seite die Xbox 360 mit einem TARDIS-Screen, mit einer Röhre. Die wird jetzt so bleiben auf der linken Seite. Ich habe da unten auch den zweiten Arcade-Stick, falls man zu zweit spielen will, aber dadurch mal Shoot'em-ups und Bullet Hells doch eher nur alleine spielt, glaube ich, wird das Setup jetzt eher so im Alleine-Modus bleiben. Dann habe ich hier einen PlayStation 3 Stick, den habe ich angesteckt an der PowKiddy A9 Retro-Konsole. Warum, werde ich gleich erklären. Und hier auf der anderen Seite habe ich die kürzlich erhaltene, geschenkte Pandora 3D Games. Und die habe ich hier jetzt auf dem Flat angeschlossen über VGA. Über VGA angeschlossen, weil das VGA-Signal die Pixel noch ein bisschen softend und im HD-Modus die sehr hart ausschauen. Jetzt sind massiert, habe ich hier, kann ich hier gleich mal, habe ich meine Favoritenliste erstellt mit einigen Spielen, die ich in nächster Zeit spielen will. Das sind 2488 Spiele drauf und die sind teilweise ein bisschen komisch geordnet, das heißt, es ist ein bisschen komisch, sich da drin zurechtzufinden. Jetzt habe ich da relativ lange herumgebastelt. Ausführliches Review von der Pandora Box 3D Games kommt eh noch. Ich schmeiße jetzt mal Stormblade rein. Natürlich alles in Sound angeschlossen. So. Loading. Und hier haben wir Stormblade. Credit und schon geht's los. Ziemlich ein cooler Shooter, den fast keiner kennt. So ein kleiner Geheimtipp. Aber wenn ich das nicht spielen will, gehe ich einfach auf einen anderen Kanal, der Femdino. Da sowas. Mini HDMI. Und zack, bin schon bei den Cave Games. Weil die Pandora 3D Games hat ein kleines Problem bei einigen Cave Spielen. Die zeigt die nicht im korrekten Aspect Ratio an. Das heißt, Espo Galuda ist hier jetzt auf der PowKiddy A9 im korrekten Format. Und wenn du das aber auf der 3D Games spielst, hast du hier so ungefähr, da sieht man das hoffentlich im Video, so und so noch tiefer in das Bild rein. Das heißt, das Bild ist wirklich nur so breit. Ne? Und das ist total falsch. So habe ich mich urgehadert, ob ich mir jetzt die Pandora Box 6 noch behalten soll, eben wegen Esper Galuda, Esper AD und einigen anderen älteren Games, die ja wirklich nur auf Emulation gibt. Die gibt es ja gar nicht auf bei irgendwelchen Heimports oder so. Deswegen habe ich jetzt hier das Setup mit Pandora 3D und PowKiddy A9. Und jetzt muss ich auch schon sagen, dass inzwischen der Mame-Laptop komplett obsolet ist, also den brauche ich gar nicht mehr. Ich brauche keinen Mame-Laptop mehr. Ich habe alles über diese Android-Box hier und hier über die andere kleine Box und dann die 360 habe ich auch noch. Also jetzt bin ich wirklich ausgelastet mit dem jetzigen Setup. Da gibt es eigentlich nichts mehr zu meckern, kann man nichts mehr meckern, muss man auch mal sagen. Jo, das war jetzt die neue Arcade-Ecke. Und diese bis jetzt, in dieser Konstellation würde ich sagen, bis jetzt meine beste Konstellation, weil ich die meisten Spiele gut emuliert kriege, die meisten Spiele spielen kann und die meisten Spiele auch zu zweit spielen kann. Die Pandora 3D Games ist der Pandora 6 in so gut wie jeglicher Belangen überlegen. Das Einzige, was die 3D nicht kann, ist einige Spiele im korrekten Aspect Ratio anzuzeigen. Was echt ein Witz ist, nicht? Weil die 4:3 Spiele stellst du auf 4:3 um, klar. Aber wenn du dann die Shoot'em-ups in 4:3 spielst, sind die squished wie Sau. Und dann streckst du das noch auf 16:9, die sind immer noch zu klein. Und um diesen kleinen Fehler zu umgehen, habe ich jetzt die PowKiddy A9 noch angesteckt. Das heißt, keine Pandora-Box ist perfekt. Jeder hat so seine kleinen Fehler leider. Jeder hat irgendwie so einen kleinen Krux drinnen da. Die 6er hat Probleme, die hat Screen Tearing und die 3D hat ein bisschen Probleme mit dem Aspect Ratio. Also wenn man nur Shoot'em Up spielt jetzt, wenn man rein nur Shoot'em Up spielt,
dann wäre man mit der PowerKitty E9 fast noch am besten. Also Arcade-Sticks an die PowerKitty E9 dran, dann bist du damit eigentlich am besten unterwegs, würde ich sagen, bevor du die 3D kaufst. Aber wenn du Fighter spielst und Running Gun und Beat'em-ups und ein bisschen auch in die PSP und reinschauen willst in die PSP und was haben wir da noch? PlayStation 1 emuliert es auch gut. N64 kannst du vergessen, was braucht man bei N64 mit Stick spielen? NES emuliert, Super NES emuliert, Game Boy Advance emuliert, Mega Drive emuliert, ein bisschen PC Engine. Und die Dreamcast-Emulation würde ich auch eher als unnötig betrachten, weil du hast der Dreamcast ist schwer zu emulieren und dafür ist diese Android-Box zu schwach. Das heißt FBA, Mame, Super NES, Mega Drive, PC Engine und ein bisschen PSP. Das ist mehr schon, was man verlangen kann. Die Pandora Box 6 konnte ja nur PlayStation 1 und FBA und Mame. Also so gesehen. Also wenn du kein Shoot'em'up Überfreak bist und dich das nicht stört, dass einige Spiele da komisch sind, dann würde ich zu 3D raten, wenn du nur Shoot'em'up spielst, die E9. Und die, Moment, die Pandora Box 6, so wie sie jetzt da liegt, die würde ich nur mehr nehmen, falls du sie wirklich mit VGA vorhast, an einen, Moment, an einen PC VGA CRT Monitor anschließen willst. Ansonsten würde ich die 6er empfehlen, es ist schon gut, aber die 3D ist halt die aktuelle Version und die läuft schon ein bisschen flüssiger. Auch die DX ist der 3D unterlegen. Eins noch, habe ich vergessen zu erwähnen, Moment. Mit einem beherzten Druck hier hinten auf die Taste kommt man ins Menü. Und in dem Menü gibt es noch Image Optimization. Die habe ich jetzt auf Disable, weil ich eh mit VGA drin bin, aber du könntest noch HD einstellen, dann hast du so einen Weichzeichner-Look um die Pixel rum, das schaut dann alles aus so wie gemalt. Finde ich persönlich nicht so prickelnd. Und dann gibt es noch Scanline-Funktionen. Die Scanline-Funktionen funktionieren aber nur bei FPA-Games. Mame hat die nicht und die sind auch wirklich sehr finster. Dann müsstest du in den Einstellungen vom Fernseher dann ein bisschen höher drehen. Ich habe es jetzt ausgestellt. Aber, weil die Box kommt ja mit einem Wi-Fi-Modul, das heißt, du kannst, wenn du dann dein Wi-Fi-Passwort eingegeben hast, mit in Game Market reingehen. Und da hast du dann die meist downgeloadesten Spiele, die populärsten oder die Kategorie. Und da kannst du dann wirklich bis zu 500 Spiele kannst du runterladen. Wenn die 500 Spiele dann voll sind, kannst du auch einige wieder löschen und andere wieder runterladen. Und ich habe mir da auch schon 2 runtergeladen. Und das funktioniert wirklich gut. Ist auch ziemlich viel Zeug drinnen. Gerade PC Engine ist leider fast nichts drinnen und der kleine Handel ist gar nicht vorhanden, weil er gar nicht emuliert wird. Aber ansonsten findest du wirklich viel Zeug drinnen. Also ist eine nette kleine Spielerei, dieser Game Store, in dem man da auch reingehen kann. Ansonsten gibt es eigentlich nicht mehr viel zum sagen, würde ich gesagt. Es gibt nur, du kannst die Key-Settings umstellen, die Tasten neu einstellen. Du kannst die Pandora 3D auch als Controller benutzen auf deiner PlayStation 3, das habe ich schon probiert, das funktioniert. Das kann man auch machen. Du kannst auch 2 Pandora 3D zusammenschließen und dann zu 4 spielen. Es gibt auch 4 Spielerspiele, die sind auch extra angeführt in dem Menü. Ja, das ist jetzt alles, was ich jetzt so in der kurzen Zeit herausgefunden habe. Es ist leider kein allzu fancy Video geworden, weil mein Speicher auf dem Handy komplett voll ist. Und ich kann da nichts großartig coole Intros und Outros und fancy Übergänge machen, weil ich, wenn ich mir 4 Fotos raufschmeiße, dann schreit er schon, dass ich voll bin. Okay, na gut, ich werde ein bisschen Gun Force 2 spielen und ich hoffe, euch hat das irgendwie weitergeholfen. Ein Link zu dem Produkt oder zu dem Produkt, den kann ich ja unten in den Anhang schmeißen, wenn ihr wollt. Und ich wünsche euch was, bye bye, pfiat euch, bleibt sauber.